Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu meiner ersten Ausgabe Cut It Up. In meinen Tutorials möchte ich euch die Kunst des Scratchens, des Turntablism und auch des DJing näher bringen. Und deswegen schauen wir uns heute meiner Ansicht nach den coolsten und irgendwie auch wichtigsten Scratch, wie ich finde, an, der alles verändert, und zwar den Zwei-Click-Flair. Und bei Cut It Up läuft es jetzt immer so, dass wir immer die gleichen Steps durchlaufen werden. Das ist neu, das habe ich mir in Ruhe überlegt, wie könnt ihr noch leichter und noch besser sozusagen all die Scratches lernen. Deswegen schauen wir uns immer im ersten Part an die Basics vom Scratch. Wie geht der, wie ist der Ablauf, und zwar ganz slow. Also wirklich nach der Reihe, so dass ihr das ultra nachvollziehen könnt. Wenn wir dann die Basics vom Scratch können, also die sind ganz langsam, versuchen wir gemeinsam schneller zu werden. Wir werden immer sehen, es gibt so einen Punkt, wo wir hinkommen dann irgendwann beim Üben. Also ihr werdet das feststellen, das ist bei mir nicht anders, glaube ich bei jedem so. Da tut es auf einmal richtig weh, ja, und wir versuchen diesen Punkt dann zu überspringen, da wo es richtig weh tut, sodass der Scratch auch auf jeden Fall flüssiger wird. Im nächsten Part geht es dann natürlich darum, ein Beat hinzuzufügen. Und das werden wir dann machen. Wir nehmen ein Beat und setzen den Scratch dann über den Beat in verschiedenen Geschwindigkeiten, um einfach mal zu gucken, versuchen zu doppeln und so weiter, uns da irgendwie zu steigern, sodass ihr auch ein Feedback habt, wie hört sich denn dieser Scratch auch auf dem Beat eben an. Und ganz zum Schluss, natürlich, wie kann es auch anders sein, ein fester Bestandteil mittlerweile von meinen Tutorials, und das bleibt auch so, werden wir gemeinsam abwechselnd auf einen Beat cutten. All diese Kapitel, und das ist neu, findest du unten in der Beschreibung. Ich markiere die euch. Das heißt, ihr könnt, je nachdem, wo ihr gerade seid mit dem Üben, immer wieder genau in die jeweiligen Parts direkt einsteigen. Zu den Sounds und zum Beat noch ein Hinweis. Ich verwende in meinen Tutorials DJs for DJs. Ich gehöre natürlich auch dazu. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig supporten in dieser schwierigen Zeit. Deswegen exklusiv auch hier in meinen Tutorials die Scratch and Chill Hoodie Beats and Sounds von Rapture und Rady. Die werde ich hier verwenden. Deswegen Link auch unten in der Beschreibung zum Hoodie. Wenn ihr den Hoodie bestellt bei den beiden, dann bekommt ihr genau diese Scratch Beats und Scratch Sounds dazu. Das empfehle ich euch natürlich, weil ihr es dann für euch viel besser nachvollziehen könnt und auch nochmal für euch dann eben üben könnt. Weitere Sounds, meine Scratch-Platte, bei dem ich auch immer mit dem A hier, wir werden immer dieses, ich mach's mal kurz, genau dieses A werden wir immer verwenden. Genau dieses A, das ich hier verwende, gibt's auf meiner Homepage unter djcutcake.de. Die Scratch Tools, da ist meine Lieblings-Scratch-Platte von früher, die habe ich einfach recorded. Und da ist auch dieses A, das ist auch ein bisschen verbraucht von der Nadel. Das heißt, es ist super angenehm zum Cutten. Also jetzt schnell auf meine Homepage djcutcake.de und auf jeden Fall auch die Scratch-Platte runterladen. Natürlich kostenlos. Bevor wir jetzt gleich loslegen, natürlich noch eine Bitte. Wenn ihr sagt, geile Tutorials, geiler Scheiß, dann bitte like doch mein Video, lasst auf jeden Fall ein Abo da und macht die Glocke an, weil ich werde regelmäßig Videos raushauen und dadurch verpasst ihr natürlich keins meiner Tutorials mehr. Und heute, ich bin top motiviert, Leute. Heute Morgen kommt auf einmal eine Mail rein. Fettes Dankeschön an Stefan. Er hat mir über PayPal eine Spende zukommen lassen. Mit den Worten, dass er quasi nach all den Jahren hat er sich Turntables gekauft. Er war früher schon drin, aber jetzt will er unbedingt noch Scratchen lernen und meine Tutorials helfen ihm weiter. Das hat natürlich mich unheimlich gefreut. Wenn ihr auch sagt, hey, geiler Scheiß, ich will einen Cutcake unterstützen, pack euch auch den Link rein zu PayPal. Ich freue mich über jede Spende, weil natürlich alles fließt hier in dieses Projekt. Ich gehe davon nicht saufen heimlich oder sowas, sondern ich will hier alles reinbuttern, mir neues Equipment kaufen, um das dann zu testen und so weiter. Also im Endeffekt fließt alles wieder zurück. Von daher bedanke ich mich bei euch für den Support, aber auch generell, was ihr mir als schickt und so weiter. Das ist einfach eine tolle Motivation. Deswegen mache ich das auch hier. Aber Leute, jetzt genug gebabbelt. Let's cut it up! I got my mind on cake. Cut it up.
Okay, Leute, im ersten Schritt natürlich, wie gesagt, ladet euch die Scratch-Platte. Hier auf dem ersten Hot-Cue ist dieser A-Sound, den brauchen wir jetzt. Und natürlich meine Empfehlung, ich habe es mir so angewöhnt, immer auf der 12-Uhr-Markierung, da fängt es an. Das heißt, erst auf die 12, dann den Cue-Point drücken. Das ist wichtig, weil wir brauchen einfach den Anfang. Noch ein kleiner Hinweis, weil es vielen passiert, bitte Keylog, Pitch and Time, Sync, wenn ihr da irgendwas anhabt, sofort ausmachen, weil der Scratch und der Sound, der wandert dann und das wollen wir auf gar keinen Fall. Okay, wie geht jetzt dieser Zweiklick-Flair? Wir unterscheiden ja immer, wir kommen noch dazu, Transformer-Scratches, entweder beginnt ein Scratch mit geschlossenem Fader oder er beginnt mit einem offenen Fader. Das ist die grundlegende Unterscheidung für mich immer. Und hier ist es jetzt so, bei allen Flair-Techniken haben wir es in der Regel, dass es eben mit einem offenen Fader beginnt. Das ist schon mal das Wichtigste. Also schauen wir uns zunächst die Vorwärtsbewegung an. Das heißt, wir schieben die Platte, schließen den Fader, öffnen den Fader, schieben die Platte, schließen den Fader, öffnen den Fader, schieben die Platte, stopp. Wenn ihr mitgezählt habt, richtig, es waren 2 Klicks. So, jetzt sind wir am Ende und ihr könnt es euch schon vorstellen, wenn es heißt der 2-Klick-Flair. Wir schieben eben wieder zurück, der Fader ist ja offen, schließen den Fader, öffnen den Fader, schieben zurück, schließen den Fader, öffnen den Fader und ziehen wieder an den Anfang. Und damit habt ihr letztendlich einmal die Bewegung von 2-Klick-Flair in Super Slow-Mo jetzt. Also, das in Super Slow-Mo. Jetzt müssen wir natürlich eine Schippe drauflegen, dass wir auch so mal ein Feeling bekommen, wie das sich eigentlich anhört. Das heißt nochmal, vor, schließen, auf, zurück, schließen, auf. Das ist relativ schwierig jetzt für mich auch an der Stelle, das so zu erklären. Ihr wisst jetzt im Endeffekt, wie die Bewegung geht. Das heißt, ich mache es einmal jetzt ohne dabei zu babbeln, weil das ist echt, also mein Gehirn ist gerade dabei. Das heißt also, wir hören es uns jetzt einfach mal an. Das ist so der Speed, den ihr hinbekommen solltet dann. Also nochmal. Ihr macht immer in der, also ihr fangt offen an, schiebt die Platte, dann macht ihr 2 Klicks, dann zieht ihr zurück und macht 2 Klicks. So müssen wir jetzt so langsam reinkommen. Das ganz Slow-Mo finde ich immer wichtig, um die grundlegende Bewegung, aber dann so langsam weitermachen, ist finde ich immer schwierig, sondern wir konzentrieren uns einfach nur, dass wir eben offen anfangen, die Platte nach vorne schieben und dann 2 Klicks machen. Und auch bei der Rückwärtsbewegung. Also. Und was dabei unfassbar hilft, wenn ihr im Kopf sagt, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also machen wir es mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja? Und jetzt bitte, wenn ihr da seid, bei diesem Speed, sage ich mal. Bitte, jetzt nicht anfangen, den Hektiker rauszuholen. Bitte tut mir den. Bitte, ich weiß, es ist schwer und man muss sich da quälen oder so, aber es lohnt sich, weil jetzt kann ganz viel falsch gehen an der Stelle. Das heißt, wenn wir uns steigern wollen, ne, vom Speed her, dann machen wir das genau in dem Tempo. Also. So, und ihr merkt es, dass ich einfach, wenn ich mehr Speed haben will, das nur verkürze. Ja, das ist mein Geheimnis sozusagen. Es geht eben nicht, das so schnell irgendwie zu hauen, ja, sondern dann wird es ja auch hoch vom Sound, sondern eben, dass wir einfach kürzer werden in den Bewegungen, sowohl am Fader als auch auf der Platte. Ja, also das nur mal so angedeutet, wir versuchen noch dahin zu kommen gleich, aber das ist es im Prinzip, um was es geht, wenn ihr schnell, und wenn ihr, bitte, Leute, wenn ihr
ihr dürft hier nichts überspringen. Wenn ihr einen Fehler macht, also wenn ihr irgendwann so dabei seid, und jetzt wollt ihr schneller werden und ihr macht dann irgend so eine Scheiße da rein, lasst es, bitte lasst es. Fangt immer wieder von vorne an, es ist so wichtig, ihr trainiert euch langfristig nur die Scheiße in eure Hände. Also, nochmal, Qbert hat es immer mit 1, 2, 3, 1, 2, 3, ne? Also 1, 2, 3, 1, 2, 3. Weil natürlich, durch die zwei Klicks entstehen drei Sounds, logisch. So, im nächsten Schritt geht es jetzt einfach darum, das Ganze eben ja schneller hinzubekommen. Und zwar ist es meistens so, dass wenn ihr am Anfang übt, ist es halt, dass ihr das hinbekommt dann mit einer Pause, ja, und dann eben zurück wieder. So würde ich es auch euch empfehlen. Weil dann macht ihr keinen Fehler rein. Das ist wichtig, dass ihr da keine Fehler rein macht, sonst, ihr, wie gesagt, ihr trainiert dann die Fehler. Ist doch logisch. Nicht gut. Und jetzt geht es einfach darum, wenn ihr schneller werdet, dass wir es schaffen, dass diese Pause verschwindet. Also. Und da merkt ihr schon, ne? Wenn diese Pause weggeht, also ihr müsst kürzer werden im Endeffekt, hier schneller. Und dann kommen wir in das Flüssige rein und darum geht's. So, und dann merkt ihr schon, ich fand das immer cool früher, ich habe das gesehen, da konnte ich das alles noch nicht. Und dann haben alle immer, ich habe nur gedacht, was machen die? Die schnappen dann so, ne? Also man sieht es immer und dann wird so geschnappt. Und das ist es im Endeffekt, dass ihr das Schnappen hinbekommt. So, aber wie geht das? Ja, ja, das Schnappen. Also, im Endeffekt versucht ihr nach vorne und sofort wie so zu schnappen. Das heißt, ihr pusht den, macht auf und wieder zu. Das passiert natürlich ganz automatisch, wenn ihr schneller werdet. So, und im Endeffekt ist es, dass ihr auch mit dem Handgelenk, das kann ich euch geben, so einen leichten Twist vielleicht macht rein. So, das ist im Endeffekt die Bewegung. Das braucht einfach ein bisschen Gefummel. Also ihr müsst da einfach euch ein bisschen ausprobieren an der Stelle. Ja? Einfach zu gucken, okay, wie kriege ich das hin? Weil im Endeffekt ist es da-dam, 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 da-dam. So, und das ist dieses Schnappen, weil wir brauchen das Schnappen, um dann wirklich die Geschwindigkeit dorthin zu bekommen, wo wir sie dann auch haben wollen im Endeffekt. Also nochmal. Immer die zwei Klicks. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, und da habt ihr gemerkt, am Ende ist es so, dass die Pause eben weggeht. Also man kann das als Stilmittel machen, mache ich auch manchmal, einfach sowas, ja, das war jetzt ein bisschen sloppy, aber nochmal. Ja, aber wir wollen im Endeffekt hinkommen, dass es flüssig wird. Deswegen müssen wir das in eine fließende Bewegung eben hinbekommen. Nochmal. Und jetzt kommt's schon. Na, jetzt ist hier wieder so eine leichte Pause drin. Man hört's so. Aber wir wollen. Da wollen wir hinkommen. Und ihr seht es vielleicht, dass ich immer so zuschnappe. Und jetzt könnt ihr das halt steigern. Wenn ihr hier seid, dann ist es so, dass ihr immer kürzer werdet.
So, irgendwann krampft es dann, aber ihr habt es gesehen, im Endeffekt, das ist der Weg, um diesen Scratch eben dann schneller hinzubekommen. Okay, Leute, jetzt geht es natürlich darum, im nächsten Schritt, der Beat. Und zwar nehme ich den Beat aus dem Pack von DJ Stywars. Wir hören mal rein. So, und wir versuchen jetzt eben hier drüber den Zwei-Click-Flair zu legen. Ich mache mal den Beat ein bisschen leiser, dass man das noch besser hört. Das heißt, ihr fangt quasi auf der 1 an und ihr macht dann, wir hören das jetzt mal, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das ist die Vorwärts, ne? Dann macht ihr 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Ich würde sagen, wir pitchen den mal ein bisschen langsamer. Wir gehen mal auf 84, also ich habe 8, genau, bin ganz rüber. Das heißt, wir pitchen den runter, am besten Keylog rein, dann ist es ein echt ein smoother Beat mit 84. Und jetzt eben schauen wir uns das Ganze mal an, wie das im Endeffekt auf dem Beat sich anhören muss. So, das ist im Endeffekt ganz langsam. Ich habe jetzt auch mal einen verschluckt. Macht euch da keinen Kopf am Anfang. Ihr seht es, ich bin noch ein bisschen kalt an den Fingern. Hier ist es kalt heute irgendwie. Und das ist gar nicht schlimm. Einfach weitermachen. Einfach versuchen, auf diesen Speed jetzt von 84 BPM einfach die zwei Klicks eben drüber zu legen. Also. Das ist auch irgendwann jetzt schwierig, wenn man den Scratch kann, den so langsam zu machen, kann ich euch jedenfalls jetzt mal so sagen. So, und jetzt gucken wir einfach, dass wir das ein bisschen flüssiger natürlich drauf bekommen, ohne die Pause. Also. Okay, also ihr habt es auch gesehen, für mich am Anfang, ich lasse es alles drin, schneide den Scheiß nicht raus oder so, dass ihr seht, ich will so das reale Ding abbilden, ihr wisst es ja auch natürlich, Road to DMC, ich glaube, das ist der ehrlichste Einblick mal in sowas. Und ihr habt gesehen, am Anfang war es auch ein bisschen verkackt, also macht euch da nicht so den Kopf, wenn ihr da mal so ein bisschen rauskommt oder so, macht einfach weiter und versucht einfach reinzukommen, ein Feeling eben für diesen Beat zu bekommen. So, und ihr habt es ja eben gesehen, wir haben in der Geschwindigkeit gemacht, also. Und jetzt machen wir den Beat einfach mal hier so ein bisschen schneller. Das heißt, wir gehen mal auf 87. Okay, Achtung. Ist klar, glaube ich, wo es hingeht. Jetzt machen wir mal normal wieder. So, und so kann das immer weitergehen. Jetzt ist gleich der Biggie im Weg. Gucken wir mal. So. Okay, also ihr seht, wir gehen jetzt hier immer weiter hoch mit dem Pitch. Das heißt, wir sind jetzt bei 96 und so könnt ihr das machen. Ihr könnt euch dann nochmal vielleicht einen anderen Beat nehmen. Ihr findet auch einen Scratch Beat mit über 100 oder sowas auf meiner Homepage, djcutcake.de. Und da meine Empfehlung, genau einfach mal den zu nehmen, auch wieder hoch zu pitchen, sodass ihr im Endeffekt so in die 105, 110 und so könnt ihr das mit der Geschwindigkeit üben. Weil dann irgendwann, ich mache jetzt wieder zurück, gehen wir wieder auf 84 BPM, wie wir es eben hatten, können wir eben anfangen, den zu doppeln. Also hier mit Pause immer, würde ich euch empfehlen. Einfach schnell hier. Und dann eben versuchen, die Pause wegzulassen und flüssig drüber zu kommen. Das ist natürlich nicht so einfach, aber dahin kommen wir. Also ihr kommt, ihr schafft das, haltet durch.
Ihr macht quasi 1, 2 und dann wieder 3, 4 zurück. Ja? Und da bitte, deswegen mache ich das auch so lange vor, weil das ist so ein entscheidender Punkt hier, da eben nicht die Geduld zu verlieren, sondern einfach das wirklich sehr, sehr stark zu verinnerlichen. Ihr könnt auch hier schon mitmachen. Ja? Einfach gucken, drüberlegen über meinen Scratch, ob der sich dann genauso anhört. Okay, soweit klar. Und dann ist natürlich wieder, dass wir schneller werden. Wir gehen jetzt mal zum Originaltempo und da jetzt einfach die beiden drüberlegen. Also ihr seht, das ist einfach dann eine flüssige Geschichte ab 92 BPM. Da müsst ihr das einfach flüssig drauf haben, ja. Ich empfehle euch auch immer mal zwischendrin wieder den Beat auszumachen, euch einfach weiterzuentwickeln dann wieder, also ohne Beat schneller zu werden mal und dann wieder zurückzukommen. Okay, ich glaube, soweit ist das Ganze klar geworden. Was ich jetzt noch ultra wichtig finde, ist, weil natürlich die Sache ist, wie werden eure Scratches auch. Das Thema ist so ein bisschen funky und ihr kennt es vielleicht schon von mir. Ich bin der absoluten Überzeugung, indem wir einfach zwischen On- und Offbeat wechseln. Das heißt, dass wir eben auf, jetzt eben haben wir auf die 1 angefangen, aber wir können ja auf die 1 und anfangen. Und dadurch hört er sich noch ein bisschen anders an und das will ich euch auf jeden Fall jetzt auch nochmal zeigen. Also schauen wir uns den Beat nochmal an hier. Also ihr fangt nicht hier an quasi, Achtung. Sondern ihr fangt hier an. Okay. Merkt ihr das? Also erst die Kick quasi. So ist das. Ja schon gesehen, ich rutsche auch ein bisschen mit der Plattenhand weg, so ja, das ist ganz normal, deswegen, ich hole es mal kurz hier nebenbei raus, mein Tipp, tada, ein Mikrofasertuch, machen wir mal kurz Schleichwerbung, und relativ günstig zu bekommen und dann gehe ich hier einfach mal kurz zwischendrin mit dem Mikrofasertuch drüber und mache auch einmal die Hände hier kurz, so, dann packe ich das hier wieder weg und schon haben wir wieder genügend Grip. Macht einfach mit. Einfach mitmachen, jetzt schon. Okay. So, das war das Thema On-Off-Beat. Ich halte es für sehr, sehr wichtig beim Thema, wie scratchen wir auf dem Beat. Das werden wir auch noch mit den anderen machen. Vor allem wird es dann sehr interessant, finde ich, mit der Grab-Scratch-Technik. Aber das soll es für jetzt hier einfach mal gewesen sein. Ich glaube, das ist klar geworden, wie das Ganze sich jetzt auf dem Beat anhört. Und jetzt kommen wir natürlich zu meinem Lieblingspart und bestimmt auch zu eurem Lieblingspart. Denn wir scratchen jetzt gemeinsam den Zwei-Click-Flair abwechselnd auf diesen Beat. Und zwar eine ganze Weile lang. Okay, steigen wir direkt ein. Jeder immer 8 Bars. Ich fange an. Und wenn ich aufhöre nach den 8 Bars, scratchst du eben drauf. Hier.
Okay, Leute, jetzt seid ihr dran. Jetzt heißt es üben, üben, üben. Aber ich glaube, ihr habt jetzt die Grundlagen dafür, den Zwei-Klick-Flair hinzubekommen. Wie gesagt, einer meiner Lieblings-Scratches. Ich finde, der revolutioniert einfach alles in deinem Scratch-Game. Von daher hock dich jetzt auf dein Hosebode und üb mal. Und wenn ihr übt, ja, dann macht doch einfach mal ein Video davon. Nehmt es auf, tag mich @DJCutcake auf Insta, dann sehe ich es. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass meine Tutorials bei euch ankommen und ihr damit auch was anfangen könnt. Wie gesagt, einfach taggen, mir folgen. Ich gebe immer Einblicke in meine Insta-Stories. Da freue ich mich wie Bolle und wird auch auf jeden Fall geteilt. Wenn euch das Tutorial gefallen hat und ihr sagt, Cutcake, mach noch eins zu, ja was denn? Dann schreibt mir doch, ja, einfach unter dem Hashtag #FragCutcake, einfach was ihr schon immer wissen wolltet. Es gibt eine neue Rubrik, ich mache so eine Community-Videoreihe, ja, wo ich einfach eure Fragen, die mir immer zukommen von euch, einfach nach und nach beantworten werde. Auf jeden Fall meine Bitte, ein Like da zu lassen, natürlich ein Abo, ja, ist nie verkehrt, denn dann bekommt ihr auf jeden Fall mit, wann das nächste Tutorial rauskommt. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Cut it up fresh, euer Cutcake. Peace. Boy, I got my mind on cake. Cut it up. Cut it up. Funky like that. Cutcake. Sicker than your average.